ist ein Ereignis. Kommt der Thank you.
Foto mal, engagieren. Ich hoffe, dass wir mit dem Objekt jetzt haben, ein ganz tolles Objekt erwerben. Ich weiß, ihr kennt sie, ich hoffe, es wird so sein. Aber damit wir das zusammen organisieren, die Freunde unten, ist natürlich wirklich, ist natürlich notwendig, dass wir jetzt sponsern. Darum möchte ich den allen recht herzlich danken, die da mitgeholfen haben, die ganze Geschichte mitfinanzieren. Als erstes die Basler Kantonalbank, für die alle Reiter, Sparkasse Basel, Zirnaler AG für Reichtumsoptimierung, Halbeversicherung, Müller Spenglerei, Restaurant Letzidon, Restaurant Alberbrock, Abend und Rustler, Heizungssanitär, Wasserstraße Zitzfelden, Bürgerklein, Neue, die mitmachen, Dankeschön, Wilma. Ihr Büroacht in St. Anna. Und dann haben wir noch Robert Zahler natürlich, Bauernreiter noch, Wilma. Der macht so Kreise, je nachdem. Also, noch etwas Neues vor. Und zwar ist folgendes: Wir haben noch etliche Sponsoren, Privatsponsoren, und nicht öfter erwähnt werden. Oh, ich erwähne, wie er schon Minimum 10-mal mitgemacht hat. Und das ist unser Leben, Herr Pick. Pick, Pick, Bruder! Danke. Und da ist noch ein anderer, der auch mitmacht. Und ich möchte erwähnt werden, wo ich heiße, also ich gehe speziell mal, und ich habe ihn auch erwähnt, wo ich schon 10-mal mitgemacht habe. Dankeschön, Pick, Pick, Bruder! Dankeschön, lieber Ernst. Er hat noch einen, der größte Sponsor vom heutigen Abend, hat er eigentlich vergessen. Und das sind wir. Wir möglicherweise verlangen mal 10.000 Franken im Abend. Das ist immer noch ein Drittel, was der Pepe Lienhardt verlangt. Aber weil das so liebe Kollegen sind, spielen wir hier eigentlich für ein Fußballfoto. Wir machen das sehr gerne, weil es ist viel angenehmer, in einer kleinen Atmosphäre zu spielen, als in irgendeinem Stadion. Wir müssen 100.000 Leute. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen im Namen von Joris Hotelschefs, Wolfgang Stramer, Ihnen vielleicht zwei, drei kleine Sachen sagen. Wir sind dieses Jahr 20 Jahre alt und wir spielen mehr oder weniger erfolgreich Jazz aus den 20er Jahren. Thank you.
was da für ein Instrument ist. Und das ist also keine polierte Zentralheizung, das ist ein Basssaxophon. Das ist also das Größte von der Basssax. Das nächste kleinere, also respektive von der Basssax, von der Saxophon ist das Größte. Dann gibt es das nächste kleinere, ist ein Baritonsaxophon, das ist das, was so einen Schwung hat. Oben. Und dann geht es dann abends zu Tenorsaxophon, Altsaxophon und also, da hat ihn eine kleine Geschichte über das, aber das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht erzählen. Thank you.
einen Schwank erzählen aus meinem Leben. Ich bin am letzten Freitag, haben wir ja die CD gekriegt, frisch, und das hat sich verwundert in seinem Verkauf. Und dann bin ich also vorgestern beim Marktplatz gelaufen, da ist ein Kollege von mir und gesagt, oh du, ich habe die neue CD gekauft von euch. Und ich habe gesagt, ah, du bist der.